So, und dann geht's endlich los mit der Nia Front auf Dust 2 zwischen Sprout und dem Playing Ducks. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Jetzt wird die Überzahl für Sprout. Und Speedy klärt für sein eigenes Team die Nia Front. Man geht einmal auf den Switch, die Seiten also getauscht. Und los geht's mit der ersten Runde, mit der ersten Piste Round. Sprout, viermal Kevlar, Kit, Doppelflash bei Speedy. Die Playing Ducks mit dreimal Kevlar, Doppelsmoke und Doppelflash. Ja, Mitte unten, Lower Tunnel, Dennis offensiv, währenddessen auf kurz Netto Suffix als Backup dazu kommt. Die Playing Ducks aufgeteilt Richtung Upper Tunnel und lang. Dennis riskiert den offensiven Move, der erfolgreich ist. Adrian rausgenommen, der war die Playing Ducks offensiv auf lang, holen sich Cyclone. Und Dennis will mehr haben, pusht die Mitte rein. Er kann dann sich jetzt komplett lang, komplett up-aimen. Er weiß, sie müssen lang durchgehen, können nicht zurück. Ja, die Bombe, die ist immer noch oben im Tunnel drin. Und Sprout lässt B komplett offen. Das wäre die Chance. Jetzt die Bombe einfach in Richtung Spot bringen. Dennis mit dem Backstab sieht sie beide. Reicht aber nicht für den Doppelkill auf lang. Jetzt eben haben wir die entsprechende offene Bombsite B. Und da merkt der Core jetzt auch, hey, hier ist nichts. Warum nicht Wurm belegen? Warum nicht einfach die Zeit für uns arbeiten lassen? Dennis immer noch beschäftigt auf lang. Bombplant geht durch. Und Sprouts überrascht, dass die Bombe doch nicht auf lang sitzt. Sync D mit dem Headshot in der Überzahl, die es jetzt hier für Sprout gibt. 3 gegen 1. Impuls, Chic, close hinten hinter der Box. Sync D wartet. Speedy auf 20 runter. Ist also One-Shot. Impuls, Chic. Gedoppelt. Und Sprouts geht erfolgreich mit 1-0 in Führung. Bombplant für die Playing Ducks. Also immerhin die erste verfrühte Byround, die es in der dritten anstatt in der vierten Runde gibt. Man bleibt bei Pistols only. Eine P250, eine CZ. Diesmal dreimal Richtung Lower Tunnel. Und auch Dennis, ja, wollte wieder offensiv gehen, ist aber gesehen worden. Deswegen geht es diesmal nicht mehr offensiv unten rein. Hält die Mitte trotzdem noch immer close mit Netto Suffix. Der Scout guckt da mal Richtung T-Spawn, Richtung Upper Mid. Playing Ducks spielen das Ganze close. CD. Delcor pushen durch. Dennis mit einem. Dennis will zweiten haben. Reicht nicht ganz. Long Distance mit der M4. Netto Suffix ist da. Dennis muss weg. Ist angeschossen. Impuls G. Delcor. 1 gegen 5 mit der P250. Das reicht nicht. 2-0 Sprout. Jetzt aber erster Baron. Playing Ducks. Wir sehen 5 Akas, 4 Smokes, 6 Flashes. Also gute Voraussetzung. Gerade noch gegen eine Farmers, gegen eine MP9 und eine Scout bei Sprout. Erstmal langsam defensiv aufbauen. Sprout auf lang, stehen sie close mit Speedy und Cyclone. Mitte hält Netto Suffix. Dennis mal Stacker mit dabei und auf B steht Sync D. Defensiv mit der Farmers auf dem Plateau. Die Playing Ducks wieder close im Lower drin. CD, Lemon. Und sich da mal rantasten. Es gibt eine erste Flash. Das sind so wichtige Infos. Dennis ein bisschen pre-firen. Und dann gibt's den ersten Headshot. Überzahl Sprout. Impuls G. Vielleicht schafft das ja über kurz. Mit dem ersten Entry auf dem A-Spot. Ah, Headshot sitzt durch die Wand. Dennis unten wird ordentlich bedrängt von 3-4 Mann. Und da kann auch er nichts machen. Direkter Trade. Und Speedy close unten im C-Terrain. Hört die Steps. Er hat eine Cap an der Smoke.
Und das könnte auf Gnadian gesehen, rechts in der Kante. Und auf B ist es Sykdi mit der Farm, außer die Shots nicht trifft. 3 gegen 3. Alles ausgeglichen. Bombe liegt. Lemon auf 20. Der Core auf 40. Sprout hat Kids, eine Molotov und eine Smoke. Da kommen langsam jetzt die Tür rein. Nettes FX in Richtung Box. Da sind zwei hinten. Der holt sie beide weg mit Cyclone. Der erste Baron wäre fast aufgegangen. Immerhin den Baumplan gab's. Wieder ein bisschen extra Geld oben drauf. Aber 3-0 Sprout. Guter Start in die erste Map rein. Erstmal heißt es Pistol Equal. 4 Eagles, ein TZ und 3-mal Kevlar, um hier gegen die Baron von Sprout zu fighten. Wieder auf dem breiten Aufbau Richtung Tunnel. Upper mit, lang. Ebenfalls ein bisschen am Straven. Na, Mitte schon mal raus. Lemon holt ein paar wichtige erste Infos. Vielleicht auch über kurz mit Cedi. Erste Death von Nettos FX mal guten Schaden. Minus 50 bei Impulse G. Und Speedy als Backup mit dabei. Nettos FX hört nichts mehr. Sie haben keine Granaten. Sie müssen sich komplett auf ihr Impulse lassen. Und auf Top Force die alle oben raus. Uiuiui. Und es gibt die beiden Trades. Auch wenn es erstmal keine Waffen gibt für die Playing Ducks. Der Bomb Plant ist safe. Und jetzt 3 Deagles. Im 3 gegen 3 Sideout. Sie kommen unten über den Siege hier mit Dennis, mit SyncD. Synchron auf lang. Synchron schaut mal Richtung Spot. SyncD mit einem. Er weiß, kurz steht. Dennis ist da und Impuls G hinter der Box. Macht aber nur Schaden gegen Synchron. Vierte Runde Sprout. Knappes Ding. Sehr, sehr knappes Ding. Vielleicht schaffen es die Ducks ja jetzt mit der AWP bei Lemon entsprechend abzuliefern. Musik D. Erster schneller Molotov, um eine schnelle Bego zu finden. Dennis wieder offensiv unten im Lower Tunnel. Und damit der Op trifft den Shot gegen sie. Der war ein Leto Sanfix offensiv auf kurz. Und auch da gibt's den zweiten Vorteil für Sprout. Impulse, ja, dann versuchen irgendwie close zu kommen, irgendwie zu traden. Vielleicht in die Mitte, Dennis. Aber nein, der ist aber viel zu schnell mit der Op unterwegs. Guckt nochmal nach, auch durch die Tür durch. Und Cedi urplötzlich allein gelassen. 5-0 Sprout, Playing Ducks. So, bislang mit keiner erfolgreichen Runde. Mit den ersten beiden Barons. Und Sprout zeigt sich auf das 2 sehr stark. Wieder Mitte offensiv. Nettos FX hat da richtig viel Vertrauen. Die Playing Ducks kaufen komplett rein, gehen also ein großes Risiko und werden instant für bestraft, nachdem sie die Mitte komplett offen lassen. Den Offensivpull von Sprout nicht unterbinden. Doppelhaupt in der Mitte und zieht sich langsam zurück. Die Playing Ducks sind schon auf lang durch, sind schon im Pit drin. Nur Lemon, der noch so ein bisschen gucken möchte, dass der Backstep in Richtung B eben nicht entsprechend Impact haben kann. Dass die Runde eben nicht verloren wird. Dann schiebt er mal komplett rüber. Hat immer noch Adrian im Pit, der vielleicht mit den beiden Flashes in Richtung A-Spot die Rotation abkappen kann. Es sind 4 CTs von Sprout
die in Richtung A fokussiert sind. Zykron guckt aus dem CT in die Mitte rein, Netto Suffix auf kurz und nur Sync D, der den Fokus in Richtung Upper Tunnel hat. Sync D. Immer mal im Straven. Auch Zykron schiebt schon langsam mit Rühr 40 Sekunden auf der Uhr. Und es gab den ersten Trade gegen Dennis. Drei Mann oben drin. Sync D hat den Arm gesehen. Boah, ist eine richtig gute Info. Peekt rein, into die Flash hinterher. Zykron hört die Steps. Sync D zum zweiten, aber Instant Trade von Impulse G. In der Mitte steht immer noch Adrian. Netto Sapphix mit der Pistole und Speedy kommt nur minimal zu spät. 1 gegen 1 mit einem deutlichen Vorteil für Speedy. Impulse G ist One-Shot. Für die Pistole als auch für die AK. Speedy kommt durch. Kann sogar noch die AWP mitbringen. 6-0 Sprout. Für mehr als Bomb Plants hat's bei den Playing Ducks bisher erstmal nicht gereicht. Auch wenn die Runden relativ knapp sind. Ein Überlebender 3-3. Und die Playing Ducks machen schon guten Schaden. Schaffen's auf den Spot. Aber eben nicht diesen zu halten. Vielleicht jetzt nochmal. In der nächsten Byrons. Mit AWP. Mit vielen Granaten. Also guten Voraussetzungen. Sprout auf lang. Da erstmal offensiv die Kontrolle zu bewahren. Sync D hält B allein. Wird insbesondere bestraft durch diesen zweiten, dritten Peak in Richtung Tunnels. Offensiv mit einer schönen Flash-Richtung kurz. Impuls, die überläuft in die Orb von Netto Suffix und die Bombe droppt rein. Und das könnte Sprout durchaus halten. Bekommt Hilfe von Speedy. Und dann die nächste Flash hinterher. Speedy biegt rein, rechts der Core in der Ecke. Speedy zum ersten und nicht zum zweiten. Und der Trade, der war wichtig. Netto Suffix. Bombe ist gepickt worden, Zykron auf lang und die Playing Ducks auf dem Weg über die Mitte in Richtung B-Spot. Natural Suffix versucht es durch die Smoke, Bombplant sollte durchgehen und diesmal ist es die Überzahl für die Playing Ducks. Kein 3 gegen 3, sondern eben ein 3 gegen 2. Das müssen sie ausspielen. Zykron, Natural Suffix, beide von der Mitte kommen sie. Gibt eine Smoke rein. Sie haben noch einen Molotov, haben noch beide Kids. Etwas FX peakt. Lemon ist schneller. Zykron für die Tür und das schafft er nicht mit der Weiße auch. Adrian ist schneller. Und endlich. Endlich ist es die erste Runde für die Playing Ducks. Lemon, wieder der Peak mit der Orb hinten, die Box über die Kante drüber. Dennis, so, wird sich zeigen. Flash kam gar nicht mal so schlecht. Die Frage, ob Lemon nochmal nachbiegt. Und das tut er. Adrian. Oh, Spaydown. Gegen Ende dann doch noch erfolgreich gegen Sync D. Adrian. Versucht zum zweiten Mal, dann kommt hinten in der Mitte endlich Zykron zu Hilfe. Bombe ist down und CD kann nichts mehr gegen die AWP von Sprout ausrichten. Achte Runde. Eigentlich vorprogrammiert in die Playing Ducks. Haben only Pistols in der Hand. Kein Kevlar, nur zwei Granaten. Versuchen es wieder Richtung Tunnel mit zwei, drei, vier Mann. In der Mitte steht noch immer Lemon.
Gibt die erste Smoke rein in Richtung Kurz, Richtung Box. Offensiv Dennis am T-Spawn. Mit der Sephix, Cyclone, Mitte gehört. CD alleine auf Kurz, Bombe in der Hand. Cyclone, hört die Steps auf Kurz und weiß Bescheid, wo er durchkommt. Baylon sitzt nicht, CD mit 30, geht das Duell ein. Abzuführung ist sicher. 8-1 auf der City. So, die Frage natürlich jetzt, wie viele Runden Abstand sind es nach den ersten 15 Runden? Schaffen es die Playing Ducks vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen zurückzukommen? Vielleicht ein bisschen das Ganze umzudrehen? Selber ein bisschen Momentum aufzubauen? Man weiß, dass Dennis gerne unten Lower Tunnel reinpusht. Und mit der Info gibt es den ersten Vorteil für die Playing Ducks. Lemon und guckt nochmal kurz. Da steht wieder oben Netto Suffix. Gleich über die Box versuchen, den zweiten Entry zu setzen, den zweiten Vorteil zu bekommen. Erster Smoke in die Mitte, dann ab auf die Box drauf. Und Netto Suffix schaut in Richtung Kurzcross. Flashbang trifft ihn komplett. Lemon oben drauf, guckt langsam links an der Kante. Netto Suffix ist da. Zünkt muss aufpassen, denn jetzt kommen sie, die Ducks, mit allen drei, vier Mann rüber Richtung B-Spot. Speedy steht mit der Kloss, könnte also schnell helfen. Das heißt, auf Kurz, auch der braucht einen Moment dann. Sie haben das Smoke und Molotov. Das ist aber alles, was die Playing Ducks noch haben. Die Smoke ist raus, somit weiß man schon Bescheid, dass zumindest noch was kommen muss. Auch Zünkt smoked offensiv gegen nach. 30 Sekunden, Molotov Richtung Plateau. Zünkt D sieht einen, sieht zwei, macht guten Schaden. Und zusammen mit Speedy ist der B-Hold beschlossene Sache. Nächster Pistol Eco. Über den Ducks ansteht. Sprout. Mit einem deutlichen Vorteil. Und wieder Dennis offensiv im Lower Tunnel. Hofft vielleicht diesmal, dass die Playing Ducks nicht damit rechnen. Geht offensiv, Bombe ist down und das ist erneut der Worst Case für die Ducks. Adrian von Kurz kann er mal traden. Impuls G droppt runter Richtung CT. Könnte Netto Suffix gehört haben. Oh, trifft den Shot nicht, die Deagle. Auch die kommt nicht mehr raus. Impuls G pusht weiter vor. Muss er nachladen, sinkt die dann eben durch die Tür durch. Sprout, zweistellig. Playing Ducks, jetzt mit der Doppel-Op. Vielleicht geht die Taktik ja auf. Und den ersten hört man schon mal. Wieder Dennis, offensiv, wollte er unten an der Lower Tunnel reinpushen. Ist dafür wieder bestraft worden, jetzt zum zweiten Mal. Cyclone, Speedy zusammen auf lang mit der ersten Offensiv-Smoke. Aber Sacron riskiert es, stellt sich offensiv Double Doors hin. Da hört die erste Granate, die erste Flash. Adrian aimt einfach nur ab, falls das Proud offensiv pusht. Speedy, Netto Suffix, beide unten. Das heißt Kurz, da könnten sie eigentlich relativ einfach durchlaufen. Doppelte Überzahl jetzt für die Playing Ducks, nachdem auch Sync D drauf geht. Speedy muss die Mitte halten, versucht es durch die Tür, sieht 2, sieht CD und Delcor. Und dann kommt Cyclone auf lang. Bombe ist down. Aber da steht auch noch Lemon. 2 gegen 2. Alles offen. 50 Sekunden für die Ducks. Speedy in der Mitte geht offensiv. Lemon ist da mit der Haupt vom T-Spawn aus. Und Netto Suffix muss ins 1 gegen 2. Snickt sich in Richtung T-Spawn. Derweil CD, Lemon aufgeteilt. Wird bestraft, dass er dann noch allein am T-Spawn gestanden hat.
auch im letzten Track setzen wollte. Netto Suffix mit der AK. Hat die AWP liegen lassen. CD hat immer noch einen Molotov, hat man der Flash. Netto Suffix ebenfalls. Flash, Molotov und eben das Death Kit. Steht hinten in der Ecke vorm Auto. Netto Suffix sneakt sich nach vorne. Guckt mal nach links, nach rechts. Muss die Ecke richtig checken. Headshot sitzt. Der Fuse geht durch. Runde Nummer 11 für die Jungs von Sprouts. Die Playing Ducks. Wieder nur mit den Bombplants. Der erneute Byron. Playing Ducks. Lemon ist in der Mitte ab. Wieder in der Mitte. Sprout bleibt am Default-Aufbau. Sync D, Dennis auf B. Netto Suffix in Richtung Mitte, Richtung Kurz. Und Speedy Sacrum am Anfang etwas offensiver in Richtung Lang. Der erste Flash Richtung Kurz. Der zweite, Netto Suffix, aimt von der Kante aus ab. Impuls, die muss aufpassen, dass er nicht zu offensiv reinpiekt. Der Schuss geht daneben. Netto Suffix biegt noch. Mal. Flashbang sitzt. Aber auch Netto Suffix selbst ist blind. Kann also nicht nochmal nachbiegen. Keinen sauberen Schuss setzen. Playing Ducks versuchen's. Immer noch 5 gegen 5. Bisher kein Verlust eingefahren. Adrian im Lang ab. Weniger als eine Minute auf die Uhr. Aus dem Knie bekommt er durch die Smoke. Cedi. Mit einer kleinen Möglichkeit versucht es immer weiter hier im Plateau. ...40 Sekunden. Und wo soll es hingehen? Mitte hat man eingenommen, zumindest den Teil nach der Tür. Man könnte auf B splitten. Über Tunnel, über Tür. Gerade jetzt mit dem ersten Entry auf dem Baseball. In der Mitte unten steht Speedy. Er schafft sich gegen zwei Dennis. Und sie laufen einfach aus der Smoke raus. Ohne Flashes, ohne gar nichts. Und Adrian Lemon mit der Orb versucht das gegen Netto Suffix. Er steppt auf Kurs. Netto Suffix weiß Bescheid. Zach Crone nimmt ab. Hemp ist wieder sitzt. Und die Runde gehört erneut Sprouts. Die Playing Ducks hatten die Überzahl und dann laufen sie einfach aus der Smog raus und schenken die Runde komplett her. Und klar, jetzt nach wieder 6 Runden Folge verloren, heißt es reinkaufen, versuchen vielleicht doch noch irgendwas mitzunehmen. Mit AKs, Kevlar, wenig Granaten. Cyclone auf Lang, der muss ja getötet werden. Lemon aber kommt nicht hinterher. Speedy ist da. Netto Suffix hält Dennis den Rücken frei. Der Core kommt close. Bombe droppt rein. Impuls wie auf B ist bekannt. Sind D links, rechts. Spielt einfach ein bisschen rein. Flashbang ist gut. Der Schaden sitzt. Noch die Runde geht entsprechend sicher und ohne Verlust an Sprout. Letzte Runde, erste Halbzeit. Und eins ist sicher, mit aktuell nur einer einzigen Runde aus der T-Side. Die Playing Ducks brauchen Minimum die Pistol Rounds in der zweiten Hälfte. Lang, einfach durch. Molotov macht gut Schaden. Sind 2, 3 schnelle Vorteile für Sprout. Nächster Molotov rein, Impulsi. Na, ist schon angebrannt auf 30. Der kann da nicht riskieren, nochmal offensiv zu gehen. Dennis pusht wieder Mitte offensiv durch. Aimt lang ab. Hinten am T-Spawn steht Lemon. Impuls G läuft raus. Steppt. Dennis ist da. Bombe droppt. Lemon im 1 gegen 4. Lang steht. Der Crown. 5 HP. Überlebt sie irgendwie. 14-1. Starke und imposante erste Halbzeit von Sprouts. Wirken sehr überlegen. Die Playing Ducks mit ein paar knappen Runden. Sie hätten durchaus die Chance gehabt, deutlich mehr Runden als nur eine einzige zu holen. Aber sollte scheinbar nicht sein.
Jetzt die Piste Round, die alles entscheiden kann. Viermal Kevlar, Smoke, Doppelflash bei Sprout. Fünfmal Kevlar bei den Playing Ducks. Und Sprout geht auf einen schnellen Viermann B-Execute. Adrian Lemon. Lemon ist blind. Adrian links, rechts. Die Shots wollen einfach nicht reingehen. Jetzt aber 1-2, den dritten. Der fehlt noch. Erster Trade Sprout und Netto Safix auf 5 runter. Speedy Dennis alleine geht er dagegen 3-4 Mann rein. Und jetzt ist es Speedy. Aber mit der Glock scheinbar leider keine Chance. Die Piste Round erfolgreich bei den Ducks. Und das ist doch mal jetzt eine gute Möglichkeit. Zwotze, dritte Runde sollten sicher sein. Nur dann eben muss auch gegen die erste Byron gewonnen werden. Oh, Dennis, Speed, Eagle Headshots gehen rein. Der Körper der Farmers hält hinten lang erstmal noch sauber, macht guten Schaden. Wobei es jetzt erst 3 gegen 3 eine ausgeglichene Sache ist. Und Sync D merkt, hey, CT ist komplett offen. Und das sollte Cyclone möglichst schnell mitbekommen. Sieht CT crossen, weiß er jetzt, aber B ist komplett frei. Und das ist ein einfacher Bombenplant für Netto Safix. Sollte Cyclone überleben. Adrian schaut nicht mal Richtung Spots. Zwei gegen zwei. Pistols gegen Rifles. M4, Farmers und Lemon Delco. Sie haben ein Kit, sie haben 2 Flashes. Versuchen ein bisschen zu pre-firen. Obendrauf steht Cyclone. Netto Safix, sie doppeln das perfekt. Und lassen den Playing Ducks keine Chance mit Only Pistols. ...15-2. Ganze 13 Map Points, die die Sprout hier zurechtlegt. Und jetzt haben sie auch zum ersten Mal Rifles dabei. AKs, M4, Farmers. Dennis, bisschen zu offensiv. Sprout geht lang einfach durch. Impuls G. Oh, und Sadie will traden, aber. Das reicht nicht. Adrian, gespottet. Mitte unten, Mitte oben steht noch immer Speedy. Doppeln, trippeln sie. Und die erste ist vorbei. Good game, well played. Sprout bezwingt die Playing Ducks. Mit einem 16-2 auf der ersten Map.